Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17. Wir spielen auf einer nordfriesischen Marsch, vierfach Map ohne Gräben in der Version 1.2. Und ja, ich komme gerade zurück. Von wo komme ich eigentlich zurück? Achso, ich komme vom Eierhof zurück. Ich habe Stroh zum Eierhof gebracht. Zwei Ladungen. Dass wir dann auch irgendwann mal anfangen können, dort Stroh zu ernten. Quatsch, dort Eier zu produzieren, Stroh zu ernten. Was für ein Bullshit. Ich war schon einen Schritt weiter. Ich habe nämlich noch ein Roggenfeld gekauft, welches gar nicht so weit weg vom Eierhof ist. Und dort werde ich jetzt gleich nochmal einen Traktor hinschicken zum Düngen. Weil das Feld ist natürlich ungedüngt. Und wir wollen ja ein bisschen Ertrag zumindest haben, also schicken wir da gleich einen Traktor hin zum Düngen. So, den lassen wir jetzt mal hier stehen. Und suchen uns mal eben einen kleinen Traktor. Und düngen dann mal fleißig. Welchen nehmen wir denn? Hier müsste doch noch was stehen. Nehmen wir hier den Fendt. Und den Düngerstreuer, der ist da. Ist voll mit Dünger, das ist schön. So, jetzt müssen wir nochmal eben gucken, welches Feld das war. Feld 12 war das. Ja, dann fahren wir da auch mal hin. Muss gleich mal gucken, was unsere Viecher machen. Feld 12. Wenn ich nicht täusche, geht da vorne eine Rampe runter. Ja. Täuscht mich nicht. Also geht's hier ab runter auf Feld 12. Aktuelle Fahrtposition. Bohrgefinde. War das nicht ein Feld, wo irgendwo noch was drin ist? Nö. Bei Feld 27 ist so ein kleiner Teich drin. Ja, alles klar. Na los. Jo. Happy. Happy Dünging, würde ich sagen. Ja, da brauchen wir ja nicht beibleiben. Das läuft ja auch ohne uns. Ja, wo sind wir denn? Da sind wir bei den. Wieso produziert der denn nicht? Wieso produzieren die hier nicht? Achso, die haben keine Holzpaletten mehr. Das ist ja doof. Die produzieren wenigstens.
Ja, ich weiß, unrealistisch. Ich bin jetzt hier mit dem Hubwagen unterwegs, müsst ihr euch vorstellen. Ja, bevor ich jetzt hier irgendwie einen Traktor irgendwie besorgt habe, kann ich die drei Paletten dann auch da eben hintragen. Wie gesagt, das ist im Prinzip mein Hubwagen. Da ich keinen Hubwagen habe, ich weiß nicht, ob es einen Mod gibt als Hubwagen, wo man eine Palette draufpacken kann und hinter sich herzieht. Wenn es sowas gibt, gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Aber ich habe da bisher noch nicht von gehört. Und jetzt habe ich mal eben den Azubi losgeschickt, dass er mit dem Hubwagen mal eben die drei Paletten hier rüber fährt. Damit da einfach weiter produziert werden kann. Holz haben wir hier genug, Stämme haben wir genug. Was wir bald nochmal machen müssen, ist hier Hackschnitzel abfahren. So. Kann hier produziert werden? Wenn nein, warum nicht? Was fehlt? Hackschnitzel leer? Na denn? Hat wohl irgendwas bei der Übernahme nicht funktioniert. Würde ich mal behaupten. So, jetzt habe ich den natürlich weg. Den habe ich jetzt noch hier. Ja, mit dem kann ich das aber auch machen. Oder ich schnapp mir eben den... Fahre ich mal eben aus dem Weg. Dass der hier nicht weiter nervt. So, und dann schnappen wir uns den Unimog. Dann kümmern wir uns da mal ein bisschen um Hackschnitzel. Ich könnte auch noch gleich Stroh hierher bringen, um da Pellets von zu machen. Ich muss mich dann auch hier unbedingt mal um die Produktion von, um Kompostverteilung kümmern. Aber jetzt gerade nicht. Kümmern wir uns mal eben kurz erstmal um Hackschnitzel. Ist schon sehr gerodet, ne?
Stroh habe ich ja auch noch richtig viel im Hofsilo. Kann ich ja auch zu Pellets verarbeiten. Aber hier ist jetzt erstmal die Möglichkeit, schnell schon mal die Pelletproduktion wieder an den Start zu kriegen. Ah, da läuft sie wieder. Sehr schön. Tut mir so ein bisschen in der Seele weh, wenn hier die Produktionen stehen. Mein Hackschnitzel habe ich auch noch lang und schmutzig im Hofsilo. Also so ist das ja nicht. Mehr wollte ich ja gar nicht, ich wollte nur, dass die erstmal wieder arbeitet, die Produktion. Und ich kann jetzt hier erstmal weg. Jetzt kann ich mal gucken, wo Pellets denn, die irgendwo teuer sind gerade. Stoffrollen bringen gar nichts. Pellets bei Edeka? Ne, im Palettenverkauf. 2928 pro 1000. Hackschnitzel. Palettenverkauf am Hafen. Hackschnitzel. Aber auch nur 300.000, wenn ich da so eine große Dingens dahin bringe. Ja, okay. Was ist denn mit Bier? Wo ist denn Bier? Bierkasten. Boah, voll im Keller gejagt. Bierfass. Bierfass bei Aldi. Mhm. Nicht alle Welt, ne? So, ich würde jetzt eigentlich gerne mal hier einen Kompostkurs einfahren. Ich weiß aber nicht, ob ich das richtig hinkriege. Ich habe da mal ein Tutorial gesehen. Also das ist mir schon auch aufgefallen, das habe ich schon im Multiplayer gesagt, dass man, wenn man jetzt hier die Kurven fährt, viel mehr Punkte hat. Als ohne. Wenn man gerade fährt, das ist jetzt mit einer neuen Cosplay-Version, die ich hier installiert habe. Ist das der Fall? Jetzt ist es natürlich gerade doof, weil der mir hier voll im Weg steht. Muss ich jetzt einfach mal
Einfach mal wegstellen. Der steht mir hier voll im Gemüse rum, sozusagen. Ganz doof, aber hätte ich auch vorher gucken können. Und jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob wir denn das hinkriegen hier, so diesen Cosplay-Kurs, weil es geht immer darum, dass man weit genug von den Triggern entfernt sein muss. Was für ein geiler Sound. Also wichtig ist, dass hier die Tür offen ist. Vielleicht hat sich das ja auch geändert inzwischen. Dass es nicht mehr so ist. Aber bisher war es so, dass man weit genug weg sein muss, damit sich praktisch diese Triggererkennung resettet. Ich da jetzt eigentlich überall einen Abkipppunkt setzen müssen? Ich weiß das nicht. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht der schönste Kurs ist. Also die geben mir voll auf den Keks, ne? Aber das ist ein Kurs, den man dann eventuell mal ganz für sich alleine einfach laufen lassen kann. Eine Kompüst? Kompüst haben wir nicht. Kompost. Gemüse. So. Und das ist jetzt was für ein Kurs? Beladung am Startpunkt. Ah, wo haben wir denn Kompost? Und dann wollen wir mal gucken, was er macht. So, beladen ist er. Ja. Gut. Was mir eben auch schon aufgefallen ist, dass er nicht immer so kurstreu ist. Dass er eben auch manchmal so ein bisschen... Schön, dass er dann einfach da weiterfährt. So, wenn ich jetzt einfach nämlich in die nächste Reihe reingefahren wäre, hätte er den Triggerpunkt wohl nicht erkannt. Deshalb sieht das hier jetzt natürlich sehr wild aus, was ich hier gemacht habe mit den Triggerpunkten. Aber vielleicht funktioniert es ja. Mal gucken. Ah, er kippt kurz was an. Nicht dagegen fahren. Oh, danke schön.
Und zwar, der bleibt jetzt nicht stehen, so wie ich gerade eben. Nee, bleibt er nicht. Das ist schon mal gut. Fährt jetzt auch nicht besonders schnell, aber das macht nichts. Ah, das sieht doch... Gut, ich meine, wenn der immer nur 300 Liter abkippt, dann braucht der natürlich auch Jahre, bis der hier den Kompost aufgefüllt hat. Da muss ich den Kurs vielleicht gleich normal machen und Abkipppunkte setzen. Das weiß ich nicht. Na, da bleibt er jetzt stehen. Warum auch immer. Das hat sich komplett leer gemacht. Schade. Also ich kann jetzt gar nicht sehen, ob er den letzten auch noch mitnehmen würde. Also eigentlich hätte er ja jetzt hier auch noch mal was abzukippen. Gehen wir mal davon aus, dass er den erkannt hätte. Jetzt will ich nur eben sehen, ob er denn auch wieder sich belädt. Steckt im Verkehr fest. Ja. Dann nimmst du eben das Fass mit. Interessiert mich doch nicht. Ja, das war's für diese Folge. Schön, dass ihr da wart. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr morgen wieder einschaltet, dann würde mich das sogar noch viel, viel mehr freuen. In diesem Sinne, ciao!